10 Level, eine Minute, das schreit auch nach einem Walkthrough zu Real Trolls Eldorado. Ich könnte auf Bock hart spielen, doch wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich tot und muss nochmal von vorne anfangen. Deswegen normal, das ist der einzige Unterschied, das Intro spare ich mir ausnahmsweise. Denn das habt ihr in der Playlist zu Eldorado bereits gesehen. Wenn ihr dort auch meine Misserfolge sehen wollt, dann schaut in die Playlist. Denn dieses Wissen, wie man dieses Level und jegliches andere Level löst, kommt nicht von irgendwo her. So, Qualle besorgt, Krabbenschere. Ja, dieses Spiel ist wirklich schwer. Und irgendwie will alles einen töten. Noch schnell das Spielprinzip. 10 Level, ungefähr eine Minute, maximal eine Minute. Und es gilt stets, das Gold zu finden. Nicht nur finden, sondern auch an es herankommen, ohne von allem möglichen Getier, Statuen, der Natur, nur von Einheimischen getötet zu werden. Und nicht immer. Nom nom nom. Und nicht immer ist die Lösung so offensichtlich. Den höchsten Schwierigkeitsgrad würde ich nur spielen, wenn ich das Spiel schon einmal geschafft habe. Ich habe es schon einmal geschafft, aber ich kann dann zu einem Level. So, jetzt kommt Level 4. Oder 3? Level 3. Etwas trickier. Roten Hering nehmen. Hexe abwerfen. Dank ihrer sagenhaften Saughaftfähigkeiten können wir hier hoch und sie Knüppel nehmen. Dann wieder runter zu dem außerirdischen Astrokosmonauten, seine Isolierstiefel nehmen, rüberspringen, um nicht von diesen gemeingefährlichen Quallen getötet zu werden. Und das war Level 3. Gold. Das Ziel des Spiels ist es, nicht nur das Gold zu finden, sondern auch das sagenhafte Eldorado. So. Wasserschüssel. Das Feuer löschen. Mit der Axt diesen Baum fällen und den Einheimischen töten. Hahaha. So, dann die Sicherung nehmen und diesen Ventilator anstellen, den irgendjemand hier wo vergessen hat. Wieder ausstellen, damit wir vorbei können. Dann den Knallfrosch nehmen, aber schnell, denn er explodiert nach einer Weile. Hier einsetzen, runterklettern, durch die Erde buddeln, wieder hoch, dann in den Stein nehmen, dann die Anleitung, Seemannsknoten, Anleitung. Hier raus, einen Knoten basteln, den Stein einsetzen und den Typen da abwerfen und dann durch das Loch hindurch und zack. Level 4. Nur Level 5. Hier kommt man nicht sofort auf die Endlösung. Erstmal mit dem Knüppel dieses Tier erschlagen. So, außerdem die Schaufel nehmen. Die Schaufel muss dort eingesetzt werden, wo gerade diese weiße Markierung ist. Doch erstmal wird dieser Leopard schlafen. Ich dachte, es wäre ein Tiger, aber auf 320x240 Pixel erkennt man die Musterung nicht immer so gut. Und da ich mich auch auf die Rätsel konzentriere, als mehr auf die Grafik. Yeah. Der oben wäre tot. Achte ich da nicht so drauf. Hier hatte er einen Felsen versteckt und wirklich nur dort oben drin. Das heißt, der Tiger darf nicht nach links oder nach rechts reingeschoben werden, sondern wirklich nur hier. So. Und hier würden wir auch eine Falle, bedecken es und fertig. Die Torte unten nicht nehmen, denn sonst wird ein Clown euch zu Tode erschrecken. Oh ja, das war auch dieses Level. Nun kommt, ich glaube, Level 6. Das ist ein sehr schönes Level, denn hier darf gekocht werden. Zuerst einmal den Knüppel nehmen, dann vom Drachen anzünden lassen. Dankeschön. Dann das Feuer anmachen. Dann müssen wir uns um das Ei bemühen. Okay, mit dem Knüppel hauen wir dann das Gefäß auf. Besorgen uns hier ein Ei, stellen uns drunter, aber wirklich nur mit dem Gefäß. Und dann bereiten wir hier ein schönes Rührei zu. Okay, und das geben wir dem Drachen. Und der Vogel sieht das natürlich nicht gern, dass ein Ei gefressen wird und tötet den Drachen augenblicklich. Ja, yeah, das Rührei ist mächtiger als das Schwert. Oh yeah. Nun Level 7? Fragezeichen? So, das hier habe ich auf dem Modus Bockhart probiert, aber aus irgendwelchen Gründen war ich zu langsam. Vielleicht habe ich zu viel kommentiert.
Keine Ahnung, jedenfalls Liane. Also es müsste wirklich sehr schnell gehen. Erst die Schutzbrille. Und die Schutzbrille schützt einen vor der Fratzenmaske. Dann wieder zurück. Mit der Fratzenmaske lässt sich dieses Wesen erschrecken. Dann wird der Hebel genommen, dann wieder zu Liane zurück. Die löst sich auf. Dann den Hebel umlegen. Das wird wirklich sehr knapp. Dann das Messer werfen. Dann den Stein. Dann so hier. Dann den Knüppel. Dann wieder zurück. Und bevor jetzt der Vogel geärgert wird, nochmal zurück. Dann den Vogel ärgern, der nicht nur das Buch herunterwirft, sondern das Buch, nein, hier, so mit einem Stein, so eine Bergsteigeranleitung, oh Gott, das wird knapp, so eine Bergsteigeranleitung, die brauchen wir auch, der dort oben bröckelt ist und kommt sonst nicht durch. Huh, das war knapp. Das war dieses Level. Okay. Hier darf genäht werden. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Conquistadoren können nähen. Zu dem Zweck finden wir hier Nadel, Schere und Textilien. Erstmal den Knüppel nehmen und diese Schlange hier reinjagen. So, dann wird dieses merkwürdige Wesen nicht mehr benötigt, aber es hat eine Nadel für uns. Hier unten drauf besser nicht gehen, denn das ist eine Hake und die tötet einen. Okay, jetzt das Seil, dann ist sie runter. Hier gibt es Futter. Und das Futter geben wir dem Lama. Nom 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 nom. Dann mit der Schere wird die Wolle genommen. Dicke Wollsocken. Und jetzt könnte man sagen, ha, jetzt kann ich über die Stacheln laufen. Nein. So viel Zeit sollte verdächtig machen. Deswegen versperren wir diesem Wesen noch den Weg. Und erhalten unser Gold. Ausgezeichnet. Yippie, wir sind der perfekte Eroberer. Okay, vorletztes Level. Zuerst mal Sicherung. Helmverstärkung. Oh yeah. Übrigens der einzige Unterschied zum normalen Spielmodus. So. So, jetzt haben wir das Rohpapier. Dann schalten wir das hier an und stellen eine Tüte her. Der einzige Unterschied zum normalen Modus ist der, dass man bei einem Fehler Game Over geht und alles immer von vorne beginnen kann. Das ist der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte. Daher macht es für das Let's Play auch keinen Unterschied, ob ich jetzt auf normal oder auf Schwierigkeitsstufe hochspiele. Okay, dann das Gefäß. Mit dem Gefäß die Ätzbrühe sich holen, die Schlange in Ruhe lassen, dann ihm geben und ihn wegätzen. Und Gold erhalten. Ja, nicht immer wird jeder Gegenstand benötigt. Das beste Beispiel dafür ist dieses Level. Trompete, Schneemann, Mütze, scheißegal. Jedenfalls, hier muss ich sehr viel beeilt werden. Und hier sind auch viele Fallen. Die sind mit einem X auf dem Boden markiert. Pudelmütze war jetzt unnötig. Jedenfalls, ich nehme mir jetzt den Stein, werf die Echse ab. Die Echse hat magnetische Saugfähigkeiten und deswegen kann ich mir den Felsen holen und den Felsen auf dieses Loch schieben. Durch den Feuerunterdruck wird dann alles zerstört. Oh, und nicht vergessen, den scharfen Splitter. Okay. Auch hier werde ich den Weg versperren. Und das ist ein Gerüst. Man könnte meinen, dass links wäre ein Schalter, aber es ist kein Schalter. Es ist ein Schleifstein. So, dann stellen wir hier einen Spiegel her, erhalten den Spiegel, holen uns außerdem noch eine Liane, klettern hier rüber. Nein! Zu langsam. Seht ihr, das muss schneller gehen. Gar nicht erst von der Pudelmütze irritieren lassen. Okay. Das muss wirklich sehr schnell gehen. Ach. Ja. Ein toller Walkthrough, nicht wahr? Okay, schnell. Man muss auch erstmal darauf kommen. Das ist wirklich die ultimative Herausforderung. Okay, hier hinstellen, damit einen dieser kleinen Steine nicht trifft, denn er kann einen auch töten. Sollte dann die Echse abwerfen, dann mit seinen Saugfähigkeiten diesen Felsen heranziehen. Dann den Felsen nicht. Mittels Unterdruck. Hier und scharfen Splitter nicht vergessen. Und dann den
Weg versperren. Und... Oh, ich glaube, es geht auch so. Ja, sehr gut. Bisschen Zeit gespart. So, dann einen Spiegel herstellen, um den Anführer der Maya sich selbst erledigen zu lassen. So, dann mit der Liane hier rüber. Und wir haben einen Spiegel dabei. Ah! Das ging fix. Und was haben wir hier? Jawoll! Gold! Oh yeah! Juckel, juckel, juckel. Und das war's. Das war El Dorado. So spielt man das Spiel. Nur mit noch weniger Ton. Tötungen. Selbstmord. Kamikaze. El Dorado, ein Spiel von Real Troll, dem Macher von zahlreichen guten Spielen. Danke fürs Zusehen.